das ist hier mein neuer Taxi jetzt und so sieht der aus. Ja, bestimmt kennt ihr das alle. Ja, ist nicht mehr der neueste, aber es ist ein neuer Ypsilon. Und das hier ist ein Tesla Ladestation. So sieht jetzt mein Innere aus. Mercedes habe ich jetzt abgegeben und habe jetzt Tesla. Ich zeige erstmal von innen ein bisschen so. Ja, hinten sind so ein bisschen noch die kleine Müll noch, die ich nur beseitigen muss, aber sieht so aus. Ich zeige nochmal auf der anderen Seite, da ist ein Taxischild. Also fahren macht mit dem Spaß, sehr, sehr schön. Muss mich noch aber ein bisschen gewöhnen, ist ja kein Mercedes. Brauche jetzt noch die Aufkleber für die Konzessionsnummer, die ich hinten draufkleben muss. Darum muss ich nachher zur Zentrale fahren, zur Taxizentrale, und dann kriege ich hier meine Aufkleber, meine Konzessionsnummer, damit dann halt wissen, welche Wagen ich habe, was für eine Nummer ich habe. Ja, jetzt fahre ich nach Berliner Taxizentrale und hole meine Aufkleber, sozusagen die Konzessionsaufkleber für die Taxi, die hinten geklebt werden wird. Das sind immer so vierstellige Zahlen und die gut lesbar sind, wenn irgendwie unterwegs irgendwie eine Beschwerde ist oder irgendwelche SOS, damit dann halt zum Beispiel die anderen Kollegen auch wissen, aha, okay, der Wagen steht hier. Passiert halt manchmal sowas, dass da irgendwie Stress gibt mit Kunden oder so, oder irgendwie, keine Ahnung, ausgeraubt werden kann. Sowas wollen wir nicht natürlich, aber sowas kann auch passieren. Und damit dann halt dann die anderen Kollegen oder Polizei oder auch private Menschen auch uns wissen oder sehen, dass dieser Wagen halt diese Nummer hat und so weiter. Ja, so sieht der Nummer aus, die Konzessionsnummer. Das hier ist eine Reserve. Eine weitere habe ich jetzt hier geklebt. So, jetzt geht es weiter mit der Innenausstattung. So, jetzt steige ich mal kurz ein und dann zeige ich mal, was da drin überhaupt alles gibt. Ja, jetzt ist gerade auf 41%. Sieht sehr gut aus. Ja, machen wir mal jetzt hier Menü, Kofferraum, Vorderraum, vorderer Kofferraum, H2 Kofferraum. Und ja, nehmen wir das auf der anderen Seite. Ja, sieht gut aus. Was steht hier? Dynamik, also Fahrzeug. Spiegel einklappen, Kindersicherung, Fensterheber, sperren. Okay, ach so, damit die Kunden da nicht mehr rankommen oder was? Okay. Spiegel, Aufnahmen. Was für eine Aufnahme ist das? Für draußen oder was? Dynamik, Beschleunigung, Aufladen, ja, der lädt jetzt auf. Hab jetzt auf 85% stabilisiert. Was ist das? Nun, Autopilot, brauche ich jetzt nicht. Verriegelung, okay, Verriegelung, Schlüssel. Achso, das ist hier, wo ich jetzt zum Beispiel mit meinem eigenen Handy ein- und ausmachen kann. Oder von zu Hause aus die Innentemperatur feststellen kann. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Wenn ich halt dann zum Beispiel im Winter von zu Hause aus die Innentemperatur ein bisschen einstellen kann, warm machen und dann 10 Minuten vorher das alles einstellen. Und wenn ich ins Wagen einsteige, ist der Wagen schon warm und muss nicht immer warten, bis der richtig warm wird, sondern kann dann sofort loslegen, losfahren. So, Beleuchtung, ja, das ist alles automatisch eingestellt, da brauche ich gar nichts zu machen. Display, ja, ist automatisch, kann auch dunkel machen, sieht so aus, ist besser jetzt geworden, ne? Ja, der andere war ein bisschen zu hell. Trips, was ist das? Aktuelle Fahrt, okay. 18 Kilometer Dauer und so weiter. Also das ist die ganze Information, wie viele Kilometer, was für Energie der verbraucht und so weiter. Hier ist dann die Navigation.
Automatische Navigation, Routenplaner ist eingestellt. Okay, planen. Passen Sie die Innentemperatur? Achso, okay. Die, was ich da überhaupt gesagt habe, das kann ich dann auch über das Handy machen. Hier ist der Sicherheit. Wächtermodus. Wird beim Verlassen des Fahrzeugs nicht aktiviert. Videolänge im Wächtermodus. Okay, dann habe ich hier Service. Alles super. 40 PSI. Das denke ich mal, sind dann die Räder, Reifen, keine Ahnung. Falls ihr wisst, bitte hilft mir mal, schreibt mal in die Kommentare. Das hier ist die Software, Modell Y, Long Range. Ist gerade 213 Kilometer drin. Dann ist es hier WLAN. Die WLAN-Netzwerke werden gesucht. Achso, okay. Bluetooth, Upgrades. Nix. Erneut auch nicht. Autopilot. Nee. Machen wir mal hier wieder. Fahrzeug, Dynamik, alles ist hier. Nun, was denkt ihr jetzt über den Wagen? Was ist das hier, wenn ich drauf drücke, aufnehmen? 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 Keine Ahnung, aufnehmen. Was soll ich hier aufnehmen? Keine Ahnung, was das genau ist. Aber hier Lenkung. Ah, okay, das ist hier der Lenkrad. Die kann ich dann hier einstellen, hier nach oben und so weiter. Sieht gut aus. Spiegel habe ich hier. Links, ach so, hier mit der Knopf ist das gut. Dann, was ist Wächter? Im Wächtermodus werden die Sensoren und der externen Kamera des Fahrzeugs genutzt. Ach so, okay. Handschuhfach, den kenne ich. Spiegel einklappen. Ah, super. Standort speichern habe ich. Spiegel ausklappen. Okay. Fensterheber sperren. Brauche ich nicht. So, ja, da ist der Taximeter. Muss noch mal jetzt gleich mein Key abholen, damit ich dann mal loslegen kann. Ansonsten Panorama ist das auch sehr gut. Dann habe ich hier mal so eine Karte. Die werde ich dann mal verstecken. Aber ansonsten muss noch mal ein bisschen Kleinigkeiten hier ändern. Ich brauche unbedingt einen Verteiler für meine Handys. Da ist ein Handy und da ist noch eine Handyhalterung. Ja, Freunde, was denkt ihr jetzt über den Wagen? Empfehlt ihr mir Tesla oder soll ich wieder wechseln zum Mercedes? Was denkt ihr einfach? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Ich bin erstmal zufrieden mit der Tesla. Ja, nur das eine Problem ist mit dem Aufladen, aber ehrlich gesagt, Aufladen geht sehr schnell. Ich habe jetzt auf 90% eingestellt. Noch 25 Minuten bleiben mir noch. Inzwischen habe ich 61%. Also sieht sehr, sehr gut aus. Geht auch sehr schnell. Kann nicht meckern damit, ne? Also sieht sehr gut aus. Ich hoffe, bald kommen wieder neue Videos. Ja, ein bisschen her, dass ich jetzt keine Videos aufgenommen habe. Ja, ein bisschen krank gewesen. Dann hatte ich Probleme mit dem alten Mercedes. Der hatte Probleme mit der ganzen Elektrosystem, mit der Digitale. Und diese Digitale, zum Beispiel, eins hat mich bei der alten Mercedes richtig genervt. Der hatte ABS-System, war so sensibel. Mitten auf der Straße hat er Vollbremse gemacht bei der Mercedes. Dann habe ich da mal geguckt, es gab mehrere Beschwerden, auch über denselben System, dass der Wagen halt mitten unterwegs vollautomatisch voll gebremst hat. Und ich dachte wirklich immer wieder, ob ich jetzt jemanden getroffen habe oder einen Unfall gebaut habe. Also bei Mercedes hat mir das überhaupt nicht gefallen mit der ABS. Ansonsten hat er einmal dann Blackout gemacht, der Wagen ging nicht mehr an. Dann musste ich halt ein SOS drücken und Mercedes
hat sich verbunden, meinte zu mir dann, dass ich dann 10 Minuten warten muss und dann wieder neu starten kann. Muss ich 10 Minuten warten, habe ich dann gewartet. 10 Minuten später habe ich dann gestartet, ging wieder. Aber warum hat das so gemacht, weiß ich nicht. Also Mercedes hat die letzten Jahre voll vieles geändert. Also als Taxi kann ich den letzten Mercedes 50% empfehlen. Also ich weiß nicht, ich werde jetzt mal Tesla probieren und was hält ihr davon? Schreibt bitte einfach in die Kommentare. Schön, dass ich wieder mit euch zusammen sein kann und hoffentlich schreibt mir einfach in die Kommentare. Okay?